Christian Gottlob Heine, Altphilologe, 1763 bis 1812, Papendiek Nummer 16. Christian Gottlob Heine. Christian Gottlob Heine, geboren am 25. September 1729 in Chemnitz, gestorben am 14. Juli 1812 in Göttingen, war ein deutscher Professor und Bibliothekar, der sich mit Altertumswissenschaft, klassischer Philologie, Sprachforschung und Archäologie befasste. Leben. Heine wurde als Sohn eines Leinewebers geboren. Nach dem Besuch des Lyzeums seiner Vaterstadt studierte er ab 1748 an der Universität Leipzig. Die Not trieb ihn zu schriftstellerischer Tätigkeit, deren Früchte zunächst außer einigen Übersetzungen Bearbeitungen des Tibull und des Epiktet waren. In Wittenberg, wohin er 1750 einen jungen Adeligen als Erzieher begleitete, setzte er seine Studien fort. 1753 kehrte er nach Dresden zurück und erhielt die Stelle eines Kopisten an der Bibliothek des Ministers Brühl in Dresden. 1760 verlor er in Dresden während einer Beschießung der Stadt seine gesamte Habe. Er versuchte in der Folge seinen Unterhalt durch die Bearbeitung eines Teils der lateinischen Texte zu Lipperts Dactyliothek zu erwerben, bis er 1763 als Professor der Rhetorik und Nachfolger von Johann Matthias Gessner nach Göttingen berufen wurde. Bereits 1764 erhielt er die Aufsicht der Universitätsbibliothek, zunächst noch zusammen mit dem vorherigen Leiter Johann David Michaelis, danach als alleiniger Direktor. Er machte sie rasch zu einer wichtigen und beispielhaften Einrichtung. Er organisierte eine Fernleihe für auswärtige Gelehrte und beschaffte neben deutschen Neuerscheinungen auch über Korrespondenzen mit anderen Gelehrten Literatur des Auslands, nicht nur französische, englische und amerikanische, sondern auch arabische und orientalische Literatur. Bei seinem Amtsantritt hatte die Bibliothek einen Bestand von 60.000 Bänden. Bei seinem Tod hatte er sich auf 200.000 Bände vergrößert. Zum Vergleich, der Bestand der Universität Halle zählte 1780 nur 12.000 Bände. Seine Nachfolge wurde nominell an Christoph Wilhelm Mitscherlich übertragen, der bis 1835 Professor Eloquentiae war. Als faktischer Nachfolger ist jedoch Karl Ottfried Müller anzusehen, der 1819 als außerordentlicher Professor nach Göttingen berufen wurde, 1823 zum Ordinarius und nach Georg Ludolf Dissens Tode 1837, Dissens war nomineller Nachfolger Mitscherlichs, zum Professor Eloquentiae befördert wurde. 1760 hatte er die 30-jährige Therese Weiß geheiratet, die Tochter von Leopold Sylvius Weiß, einem bedeutenden Lautenisten. Eine Tochter aus dieser Ehe war die Schriftstellerin Therese Huber, eine der Universitätsmamsellen genannten Göttinger Gelehrtentöchter, die in erster Ehe mit dem Naturforscher Georg Forster, einem Freund ihres Vaters, verheiratet war. Nachdem seine Frau Therese 1776 an der Schwindsucht, Tuberkulose, gestorben war, heiratete er 1777 Georgine Brandes, Tochter des Hofrats Georg Friedrich Brandes, die ihm 6 weitere Kinder gebar. Heine wurde auf den Bartholomäusfriedhof in Göttingen beigesetzt. Sein Grabspruch lautet: Quem dederat cursum fortuna perigit. Er ist den vom Schicksal bestimmten Weg bis ans Ende gegangen. Werk. Heine gilt als einer der wichtigsten Vordenker des Klassizismus. Er trat zunächst als Übersetzer von Werken der griechischen und römischen Antike hervor. So übertrug er unter anderem Epiktet und Tibull ins Deutsche. Vor allem aber war Heine einer der ersten, die sich wissenschaftlich mit der griechischen Mythologie auseinandersetzten. Indem er Erkenntnisse aus verschiedenen Wissensgebieten, wie etwa der Sprachwissenschaft und der Archäologie, einbezog, wurde er zum Begründer der modernen Altertumswissenschaft und der Mythenforschung.